Hallo und willkommen bei Schreib. Du möchtest eine Hausarbeit schreiben und benötigst ein gedankliches Konstrukt, auf dem du aufbauen kannst? Dann bist du hier genau richtig. Denn in diesem Video erkläre ich dir, wie du in 4 einfachen Schritten ein Skelett aus Stahl für deine Hausarbeit erstellst. Am Ende des Videos bekommst du dazu noch ein hilfreiches Beispiel zur Orientierung. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Falls dir dieses Video gefällt, dann belohne es doch unbedingt mit einem Like oder Kommentar und abonniere hier unten den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Die klassische Aufteilung eines Textes kennt jeder bereits aus der Schule. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Für eine Hausarbeit in der Uni ist das gar nicht mal so hilfreich. Doch prinzipiell ist dieses Grundgerüst nicht verkehrt. Für eine wissenschaftliche Hausarbeit müssen wir jedoch ein wenig mehr ins Detail gehen. Da Studenten in Hausarbeiten die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema üben sollen, ist es vollkommen logisch, sich für die Gliederung auch an der Wissenschaft zu orientieren. Je näher du mit deiner Arbeit an die Standards der Wissenschaft herankommst, umso besser wird deine Note am Ende sein. Versprochen! Lies zur Übung also unbedingt verschiedene Forschungsartikel und schau dir dort ab, wie Wissenschaftler ihre Texte gliedern. In der Videobeschreibung habe ich dir dafür ein exemplarisches Paper verlinkt. Wenn du das Prinzip einmal verinnerlicht hast, wirst du nie wieder Probleme haben, deine Hausarbeit richtig zu gliedern. Sie gliedert sich praktisch von selbst. Du musst lediglich dein Thema in das Grundgerüst einsetzen. Doch wie sieht so ein Schema für die Gliederung einer Hausarbeit aus? Nulltens, die Formalitäten. Bevor du mit dem Text deiner Hausarbeit loslegen kannst, solltest du zuvor einige formelle Standards erfüllen. Das Deckblatt. Die erste physische Seite deiner Hausarbeit ist das Deckblatt. Schau in den Materialien deines Lehrstuhls nach, ob es dafür eine Vorlage gibt. Ansonsten kannst du dein Deckblatt einfach selbst gestalten. Folgende Infos dürfen auf dem Deckblatt auf keinen Fall fehlen. Das Inhaltsverzeichnis. Dein Inhaltsverzeichnis umfasst alle Kapitel deiner Hausarbeit und deren Unterkapitel. Zu Beginn meiner Uni-Karriere habe ich mein Inhaltsverzeichnis in der Regel manuell mit OpenOffice zurechtgebastelt. Keine gute Idee. Lies dich ein wenig ein oder schaue ein Tutorial auf YouTube, wie du dein Inhaltsverzeichnis in Word automatisch erstellst. Das automatische Inhaltsverzeichnis ist eine Riesenerleichterung und spart dir enorm viel Zeit. Außerdem sind die Seitenzahlen jederzeit korrekt und du musst dich um nichts mehr kümmern. Doch das Inhaltsverzeichnis erstellst du selbstverständlich erst zum Schluss. Und zwar, wenn die Gliederung deiner Hausarbeit auch tatsächlich steht und der Text vollendet ist. Sonst musst du es einfach zu oft überarbeiten und machst dir doppelte Arbeit. Das Abkürzungsverzeichnis. Falls du in deiner Hausarbeit mehr als 5 Abkürzungen verwendest, erstelle unbedingt ein Verzeichnis darüber nach dem Inhaltsverzeichnis. Orientiere dich beim Verwenden deiner Abkürzungen an der Literatur, die du für deine Hausarbeit gelesen hast. Welche Abkürzungen verwenden die Autoren? Diese kannst du ganz einfach übernehmen und erklärst sie im Abkürzungsverzeichnis. Erstens, die Einleitung. Jetzt kommen wir nun aber zum inhaltlichen Teil deiner Hausarbeit. Die Gliederung deiner Einleitung erfolgt immer nach dem gleichen Schema. Wie du eine Einleitung am besten schreiben kannst, erfährst du auch in meinem Video hier rechts oben dazu. Zweitens, der Hauptteil. In jeder wissenschaftlichen Disziplin wird ein wenig anders gearbeitet. Jedoch überschneiden sich alle in der Gliederung ihrer Forschungsartikel, weshalb auch alle Hausarbeiten gleich aufgebaut sein können. Die Anpassung für dein Studienfach kannst du individuell vornehmen, wie etwa die Gewichtung der einzelnen Kapitel oder die Auswahl deiner Methode. Da der Umfang einer Hausarbeit in der Regel keine empirische Untersuchung voraussetzt, ist die Arbeitsweise theoriebasiert. Das bedeutet, die Ergebnisse deiner Hausarbeit werden ohne eine Erhebung von Daten erarbeitet. Vielmehr bewegt sich eine Hausarbeit ausschließlich auf der Basis der existierenden Forschungsliteratur. Was bedeutet das nun für unseren Hauptteil? Die Methode, die wir also für unsere Hausarbeit auswählen, ist zunächst eine Literaturrecherche.
Der erste Schritt, den du hierbei gehen musst, ist also die Sichtung aktueller Forschungsliteratur. Egal, ob du Geschichte, Zahnmedizin, Jura oder Physik studierst, zu jedem Thema gibt es aktuelle Forschungsliteratur. Immer. Für die Gliederung deiner Hausarbeit ist das erste Kapitel deines Hauptteils, also eine Zusammenfassung aktueller Forschungsliteratur zu deinem Thema. 2.1. State of the Art. Wer richtig fancy unterwegs ist, nennt es State of the Art. Literatur, Review oder Stand der Forschung tun es aber auch. Natürlich darfst du hier auch gestandene Grundlagenliteratur nennen. Das ist sogar unbedingt notwendig, denn oftmals baut aktuelle Forschung darauf auf. Falls du in deiner Hausarbeit allerdings nur Literatur von 1920 zitierst, freut sich zwar Sigmund Freud, aber nicht dein Notenschnitt. Hier beginnst du nun also deine gelesene Forschungsliteratur von allgemein nach spezifisch zu beschreiben. Dieses Prinzip kannst du dir auch bildlich als Trichter vorstellen. Du beginnst mit einem allgemeinen Überblick zur Forschung auf deinem Gebiet und näherst dich dann deiner konkreten Problemstellung. Easy, oder? 2.2. Theoretischer Hintergrund. Der zweite Teil deines Hauptteils kann ein theoretischer Hintergrund sein. Allerdings nur, falls du dich im Verlauf deiner Arbeit grundsätzlich auf ein einziges Modell oder eine einzige Theorie beziehst. Dann solltest du dieses Konzept ausführlich in einem eigenen Kapitel vorstellen. 2.3. Methodik. Hast du deine Theorie durchgeboxt und die aktuelle Forschungsliteratur abgefrühstückt, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Dieser kann ein weiterer methodischer Arbeitsschritt sein, je nachdem, wie du deine Hausarbeit strukturierst und welches Vorgehen sie beinhaltet. Beispielsweise kann hier ein Vergleich, ein Experiment, ein Erfahrungsbericht, eine kleine Case Study, ein Interview und so weiter platziert werden. Falls du komplett theoretisch unterwegs bist, kannst du hier deine Eigenleistung folgen lassen. Denn bisher hast du ausschließlich deskriptiv gearbeitet. Das bedeutet, du hast bestehende Forschung in deinen eigenen Worten wiedergegeben und den Text mit Verweisen markiert. Merke dir Folgendes. Jede gute Hausarbeit benötigt eine Eigenleistung. Diese solltest du genau jetzt erbringen. Auch wenn es nur darum geht, ein Problem zu reflektieren oder einen Sachverhalt in einen anderen Kontext zu rücken. Hier ist deine Kreativität gefragt. 2.4. Die Diskussion. Nachdem du also deine Eigenleistung in die Wege geleitet hast, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt der Gliederung für deine Hausarbeit. Die Diskussion deiner Ergebnisse. An dieser Stelle deiner Hausarbeit entscheidet sich, wie gut deine Note wirklich ausfällt. Stelle dir also folgende Frage. Wie gut kannst du die Ergebnisse deines bisherigen Vorgehens mit der Literatur in Verbindung bringen und damit deine Forschungsfrage beantworten? Hört sich nicht so einfach an, doch mit ein wenig Übung bekommst du ein Gefühl dafür. Das Wort Diskussion meint hier nicht die subjektive Auseinandersetzung und das Einbringen deiner eigenen Meinung. Eine wissenschaftliche Arbeit ist immer objektiv. Immer. Zitiere hier erneut einige wichtige Quellen aus deinem Literaturreview und erkläre, was deine Arbeit in Relation dazu bedeutet. Drittens, der Schluss. Jetzt sind wir beinahe am Ende der Gliederung deiner Hausarbeit angelangt. Doch das heißt nicht, dass wir hier nachlassen dürfen. Auf den letzten Metern holen wir uns noch die nötigen Punkte für deine Wunschnote. Inhaltlich gehst du im Fazit vor allem darauf ein, inwiefern deine Forschungsfrage von dir beantwortet wurde. Die Gliederung deines Schlussteils sollte im Idealfall so aussehen. Du fasst deine Ergebnisse prägnant zusammen. Du formulierst eine druckreife Beantwortung für deine Forschungsfrage. Du stellst den Mehrwert für den aktuellen Wissensstand heraus. Du erkennst einen Mehrwert für die Praxis. Du führst Limitationen auf, die dir beim Schreiben im Weg standen. Und du überlegst, welche Themen du oder andere zukünftig untersuchen könnten. Deinen Schlussteil kannst du in einzelne Unterüberschriften gliedern, musst du aber nicht. Wie du ein Fazit im Einzelnen verfasst, das erfährst du auch in meinem ausführlichen Video dazu, hier oben rechts.
Am Ende deiner Hausarbeit fügst du noch eine eidesstattliche Erklärung ein. Darin versicherst du, dass du deine Hausarbeit ohne fremde Hilfe und ohne Plagiat angefertigt hast. Die Hilfe von Scribe ist natürlich erlaubt. Ein Text, den du hierfür verwenden kannst, findest du im Blogartikel zu diesem Video unten in der Beschreibung. Bevor du überhaupt damit beginnst, an deiner Hausarbeit zu schreiben, gilt es, eine Gliederung aufzustellen. Sie ist der rote Faden für deinen Schreibprozess und den Leser. Hast du sie erst einmal in Stein gemeißelt, kann dir so etwas wie eine Schreibblockade gar nicht mehr passieren. Denn mit dieser Gliederung weißt du zu jeder Zeit, was du als nächstes zu tun hast. Hier kannst du dir die komplette Gliederung als Skelett noch einmal vor Augen führen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt bist du gut genug gerüstet, um eine Gliederung für deine Hausarbeit aufzustellen. Falls du Fragen hast, kommentiere einfach jetzt unter diesem Video. Alternativ kannst du dich auch auf meinem Blog umsehen. Dort findest du jede Menge heißen Content zum Hausarbeitsschreiben. Falls dir das Video gefallen hat, belohne es unbedingt mit einem Daumen nach oben. Für noch mehr hilfreiche Videos, abonniere den Kanal hier unten, damit du auf keinen Fall ein Video verpasst. Falls du jetzt noch ein wenig Inspiration für den Start deiner Hausarbeit brauchst, habe ich für dich PDFs angefertigt, mit denen du deine Hausarbeit auf das nächste sprachliche Level hebst. Sieh dazu einfach unten in der Beschreibung nach, damit du dir die Infos kostenlos herunterladen kannst. Jetzt aber viel Erfolg mit deiner Gliederung und bis zum nächsten Mal!